Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start. Und vorab erstmal eine kleine Frage für alle, die Call of Duty Black Ops 2 suchten. Das Spiel geht mir gewissermaßen direkt auf die Eier. Obwohl es richtig Spaß macht. Ohne Witz, ich rege mich so auf in diesem Spiel, wie ich das schon seit langer Zeit nicht mehr mache. Ich bölke die Bude zusammen, ey, dass die Wände wackeln. Ja, man sieht, ich habe noch keinen Prestige geschafft. Ich bin nur Level 37. Entschuldigung, ich habe noch nichts zu essen gehabt. Ja, immer noch 37, kein Prestige. Ich komme nicht vorwärts. Ganz ehrlich, eine Punkteserie im Endeffekt, die Hunter-Killer-Drohne, Hellstorm-Rakete und die Dragonfire. Mit ein bisschen Glück schaffe ich die Hunter-Killer. Mit sehr viel Glück schaffe ich Hellstorm. Und mit eigentlich nicht zu habendem Glück schaffe ich die Dragonfire. Ich weiß nicht, ich komme nicht vorwärts. Meine Klassen, ich kann dir mal die Klassen zeigen. Meine kleine Speedy-Klasse, guckt sie an, drückt auf Pause, ich mache mich jetzt nicht zu lange. Dann meine Psst-Klasse. Meine, ja, keine Ahnung, Klasse. Weiß nicht. Meine, ja, keine Ahnung, Klasse. Weiß ich nicht. Und meine Sniper-Klasse, mit der ich, muss ich sagen, sehr selten unterwegs bin, was bei mir eigentlich sehr komisch ist. Ja, das sind meine Klassen. Wenn ihr Tipps habt, was ich anders machen soll, wie ich es anders machen soll, schrotet es in die Kommentare. Ich würde es echt gern wissen, weil ich schaff eigentlich nichts. Man sieht es ja hier, warte mal, ich versuche mal hier, kurz mal hier die, ne, und so. Ne, hier will ich nicht hin. Hier will ich auch nicht hin. Oh! Ah, da muss ich hin. Da. Ich bin bei einer 0,93. 0,93. Das kannst du deiner Oma schenken, sowas. Ey. Ich weiß nicht. 0,93 ist. Das ist eine Erbärmlichkeit. Das mache ich sonst nie. Ich bin immer in 1,2, egal bei welchem Spiel, war ich immer bei 1,2, 1,3. Okay, das ist auch nicht gerade der Burner, aber das ist ja wohl besser eine 1,93. Bei Black Ops 1, da bin ich abgegangen wie eine Schmitzkatze, da hatte ich mal ein 50 auf 20 oder ein 50 auf 8 oder sowas. Hier bin ich glücklich, wenn ich gerade mal eine 2er-KD gerade so hinkriege. Das kann es nicht sein, Leute. Ich weiß nicht, ob es irgendwie an meinen Klassen liegt oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ihr habt meine Klassen gesehen. Guckt es euch an. Und dann sagt mir mal, ob ich da irgendwas ändern muss. So. Entschuldige mich gerade. Hallo. Jetzt wollen wir natürlich auf das Wesentliche zurückkommen. Auf die Kampagne. Aber ohne Witz, ich schick mich so auf in diesem Spiel und trotzdem suchte ich es weiter. Weil ich immer noch drauf hoffe, irgendwann klappt das, irgendwann werde ich mit der Drain, weil wenn ich die Drainfire einmal habe, da rotze ich die Schweine weg, ey. Da gibt's gar nichts, Alter. Die macht schon Laune, macht die schon. So, Kampagne, Story fortsetzen. Ja. Und dann machen wir gleich mal weiter. So, Solarium. Myanmar 2025. Ziel erlangen Sie das Celerium. Das muss auch ein Stoff anscheinend sein. Die M27 haben wir am Start. Sekundärwaffe ist die Titus 6. Was ist das denn für eine? Granaten und Ausrüstung. Kann ich da irgendwas ändern? Oh, eine SMR. MBA1. Die Waffen kann man auch alle nicht spielen hier. Kenne ich gar nicht die meisten. So, warte mal, wir können. Ah ja, ich scheine ja mal gar nicht so schlecht zu sein. Guck dir mal an. Schaden, Reichweite, Präzision. Halleluja. Ich glaube, wir wechseln einfach mal aus Spaß zu dieser hier über. Granaten werde ich eh nicht benutzen. Ich behalte einfach mal das so, wie es jetzt hier ist. Zugangskit passt schon alles. Komm, wir starten jetzt einfach. Und so fing alles an. Dein alter Herr will Menendez töten. Menendez der Rache. Auch Jahrzehnte später. Menendez.
Wasserfisch in einem kleinen Teich. Er führte ein Drogenkartell von Nicaragua aus. Es war sein Erbe. Den Alten hatte die CIA kalt gemacht. Der Zyklop ist mächtig angepisst auf Amerika. Während wir im Mittleren Osten rummachen, lehnen die Russen und Chinesen sich zurück. Und die Politiker? Sie wollen, dass er denkt, es geht um Ideologien. Das ist so eine Scheiße. Gib mir dein Telefon. Selten Erdmetalle. Die ganze Scheißwelt hängt davon ab. Wer kontrolliert das alles? China. Und während Amerikas Wirtschaft Chinas Arsch küsst. Hat das Netzwerk Cordis Dia durch jüngere Kontakte gleichzeitig Proteste im Iran und in Nordkorea angezettelt. Stets im Verborgenen. Wer ist wirklich der Anführer von Cordis Dia? Man kennt ihn nur als Odysseus. Odysseus? Am Arsch. Raoul, scheiß Menendez. Arsch doch. Beim JSOC hat's niemanden interessiert. Der Drohnenwettlauf hatte begonnen. Im Ernst, Leute? Ihr wollt wirklich ein ganzes Militär auf einem Mineral aufbauen, das unter Kontrolle von China steht? Ich brauche einen Drink. Hol mir eine Cola. Hol sie von den Schwestern. Nicht in die Scheiß. Chinas Premier Chen ist außer sich wegen Cordis Dias zugespielte Memo, laut dem der Cyberangriff insgeheim vom Weißen Haus befohlen wurde. Nach all der Scheiße, mit der die US-Regierung durchgekommen ist, ist sie diesmal unschuldig. Aber niemand glaubt es ihnen. Sie schalten Cordis Dias Netzwerk aus. Zwei Tage später verbrennt der Leiter des FBI. Und genau jetzt glauben Milliarden Leute, dass Raoul Menendez ihr Retter ist. Ich sag's euch, Jungs. Er ist es nicht. Es wäre gut, ihn schnell zu töten. Es passieren schlimme Dinge. Es tut mir leid, ich kapiere die Kampagne einfach nicht. Sieh an, Menendez hat hier draußen eine verfickte Privatarmee versteckt. Kubaner, die Elite, topmoderne Technik. Wie viele Anhänger hat Cordis Dia momentan? Eine Milliarde vielleicht? Eher zwei, die niemals glauben, dass sie einem Terroristen folgen. Für sie ist Menendez der Retter. Dann steht Cordis Dia eine herbe Enttäuschung bevor. Dann schauen wir mal, was Menendez da unten versteckt. Bereit, Harper? Halte die Leine in Schwung! Lass mich hier nicht hängen! Boah, Spider-Man-Kräfte hier! So, LT! Ich muss immer wieder gucken hier, das ist LT. Quicktime-Scheiße! Die Oberfläche ist umgeben. Festzupacken. So weit, so gut. Du bist dran. Ja, ja. Nee. Schon. Oh. Noch einmal. Los geht's. Warum machen die es eigentlich so kompliziert? Das sind doch Milliarden von Kilometern, sind die doch weg. Da können doch einfach so ein bisschen spazieren gehen da drauf. Sei kein Idiot. Unterschätze nicht Raoul Menendez. Ah, dein Anführer. Was bedeutet Cordis Dia eigentlich genau? Ist Latein. Für Herztag oder so. Hört dich edel an. Menendez will, dass seine Anhänger genau das glauben. Aber das ist es nicht. Ja, jumpen wir mal. Rusby, du bist dran. Das hat Stil.